seien er und es zwei ganze Zahlen. Dieser Bruch ist eine ganze Zahl, wenn eine dieser fünf Bedingungen erfüllt ist. Frage, welche? Starten wir mit diesem Bruch und schreiben wir diese Basis 6 in Form von 2 mal 3, die 12 in Form von 2 mal 2 mal 3, die 8 in Form von 2 mal 2 mal 2 und die 9 als 3 mal 3. So erhalten wir diese Rechnung. Und jetzt schreiben wir für die jeweiligen Basen die einzelnen Potenzen auf, also so. Jetzt fügen wir alle Potenzen mit Basis 2 zusammen, sowie auch alle Potenzen mit Basis 3 zusammen. Das führt dann zu dieser Rechnung. Die Summe dieser Exponenten von 2 ergibt minus s und die Summe dieser Exponenten von 3 ergibt minus 4 mal s. Wenn s eine Zahl ist, die kleiner gleich 0 ist, dann ist minus s größer gleich 0, was also bedeutet, dieses Produkt ist eine ganze Zahl, wenn die Zahl s kleiner gleich 0 ist. Und somit ist Antwort A die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.